Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt an diesem heutigen Wahlsonntag. Bei mir ist der Christian Glur, Präsident der SVP-Bezirk Zofingen. Er hat im ganzen Bezirk von allen Kandidaten am meisten Stimmen geholt. Herr Glur, herzlich willkommen und herzliche Gratulation zu Ihrem Ergebnis. Merci vielmals. Auch die SVP ist im Bezirk super gelaufen. Sie konnten ihren Sitz behalten, obwohl viele unsicher waren, ob das so rauskommt. Hätte er trotzdem Glarner-Effekt beschworen worden ist, der grünen Wellen und der verlorenen Abstimmung zur Begrenzungsinitiative mit dem gerechnet? Vor der Wahl ist immer sehr schwierig für alle Politiker und für Parteien. Das ist ja so. Tendenziell haben wir ein bisschen Angst gehabt, dass wir mehr Werte verlieren, als dass wir effektiv verloren haben auf Kantonsebene. Und im Bezirk Zofingen haben wir nur 1,7% Wähleranteil verloren, aber haben unsere 5 Sitze können behalten, was mich persönlich natürlich sehr freut. Ihr habt es gerade gesagt, im Bezirk oder im Kanton ist es nicht allen ganz so gut gelaufen, allen SVP-Bezirksparteien. Was macht ihr zu Zofingen besonders gut? Wir setzen uns ein. Wir sind beim Volk tagtäglich. Wir sind beim Nerv vom Volk. Wir wissen, was Volk Sorgen und Ängste der Bevölkerung. Wir sind eben eine Volkspartei, im Bezirk Zofingen vor allem. Und wir hatten natürlich auch sehr gute Kandidaten gehabt. Alle 15 Kandidaten waren sehr gut auf unserer Liste im Bezirk Zofingen. Und das hat schlussendlich sicher ausgemacht. Was hat nach diesem Wahlsonntag besonders positiv überrascht? Besonders positiv überrascht hat mich effektiv, dass wir nicht mehr Wähleranteil verloren haben. Und wirklich auf diesem hohen Niveau, das muss ich erwähnen an dieser Stelle, wir sind auf einem extrem hohen Niveau bei der SVP, im Bezirk Zofingen, aber auch im Kanton Aargau, dass wir das eigentlich so mehr oder weniger können halten. Christian Glur, herzlichen Dank, seid ihr vorbeikommen und einen schönen Sonntag noch. Ja, merci gleichfalls. Besten Dank.